Ein schlauer Mensch, meine Damen und Herren, hat irgendwann mal gesagt, Bildung sei die beste Investition, die man so tätigen könne für eine erfolgreiche Wirtschaft. In diesem Sinne herzlich willkommen zu unserer kleinen Wirtschaftssendung Südwirtschaft, die Sendung für die Wirtschaft in Bayern Süden. Und ich habe einen Gast, eine Frau, die in Burghausen den Campus leitet. Schönen guten Abend, Britta Bolzern-Konrad. Sie haben jetzt dann das zweite Semester bald hinter sich in dem Campus Burghausen. Wenn Sie heute so ein kleines Fazit ziehen würden, sind wir dem Weg ein wenig näher, dass Bildung als Investition als auch in Burghausen funktioniert an der Hochschule? Ja, das glaube ich schon. Der erste Schritt war ja mal ins erste Semester zu gehen und den Campus überhaupt zu starten. Das haben wir sehr erfolgreich geschafft. Jetzt sind wir im zweiten Semester. Das ist natürlich auch noch ganz am Anfang, das ist klar. Aber ein ganz klein wenig in Schritt in Richtung der Etablierung sind wir schon gegangen. Der Betrieb läuft, wir haben uns organisiert und ich denke, wir sind dem einen Schritt näher gekommen, ja. Sie mussten das ja beim Start relativ schnell aus dem Boden stampfen, ein Gebäude finden, ein Gebäude umbauen, überhaupt mal sich etablieren sozusagen. Wenn Sie jetzt zurückblicken und sagen, das war ein ganz guter Start, was sind die Erfolgsfaktoren in Burghausen? Ja, es war in sehr kurzer Zeit und trotzdem sehr solide eben notwendig, den Start aufzubauen. Wir sind sehr begeistert, sehr, sehr euphorisch gestartet. Die Euphorie und Begeisterung haben wir uns auch noch erhalten, weil wir sind und bleiben ja auch immer noch ein Start-up-Unternehmen, ein Tochterunternehmen in der Hochschule Rosenheim, in einer renommierten Hochschule, aber gleichzeitig eben mit diesem Gründungsgedanken. Da gibt es dann schon so einen Nukleus in Burghausen, ja, oder? So, ja. Ist das ein Nukleus, der auch zündet bei den Studenten, ja, oder nur beim Lehrkörper? Na, der zündet auch definitiv bei den Studenten. Die ersten Studenten, die bei uns gestartet haben in den zwei Studiengängen, haben auch diesen Pioniergedanken, nehmen den auch gerne auf, gehen da auch mit und finden das auch besonders. Sie haben zum Beispiel direkt ganz am Anfang einen Verein gegründet, einen Studentenverein aus den Studentensprechern. Das ist sicherlich an einer größeren Hochschule, wenn sie schon länger existiert, richtig schwierig. Das war bei uns noch möglich und den Moment haben sie genutzt und finden das auch ganz toll, dann auch die Hochschule mitzugestalten. Stichwort Studienabbrecher. Wie viele haben festgestellt, wir sind da doch falsch? Es gibt immer eine Handvoll Studenten, die das feststellen, die vielleicht später doch noch einen Ausbildungsplatz bekommen und sagen, na, jetzt gehe ich doch in die Ausbildung oder aus anderen Gründen einfach vorher nicht ganz genau wussten, ob das richtig ist für sie. Das ist bei uns aber der gleiche Prozentsatz wie überall auch. Wenn ich natürlich 90 Studenten habe, merke ich das vielleicht etwas deutlicher, wenn fünf aufhören, aber als bei 5.000, aber das ist ein ganz normaler Prozentsatz gewesen. Der Slogan des Campus Burghausen lautete und lautet immer noch, studieren, wo die Chemie stimmt, weil die Nähe zur Chemieindustrie, ja, halt da ist. Wie viel Nähe, wie viel Ferne soll, darf, kann oder muss sein zur Industrie, zur Wirtschaft? Also bei uns ist es schon so, dass das nicht nur ein Slogan ist, sondern auch wirklich gelebte Realität. Wir haben die Studiengänge auch sehr eng in Zusammenarbeit mit der Industrie aufgebaut, machen das auch jetzt weiter für die folgenden Studiengänge. Und darüber hinaus sind wir auch eng mit der Industrie dadurch verbandelt, dass wir natürlich auch schon jetzt zu Betriebsbesichtigungen gehen im Rahmen der Vorlesung, auf ganz offene Türen stoßen, weil auch der Kontakt gesucht wird zu den Studenten vor Ort. Gleichzeitig stehen natürlich dann irgendwann Praktika an, später auch Bachelorarbeiten und wir versuchen auch inhaltlich in beiden Studiengängen uns auch innerhalb der weiteren Wertschöpfungskette, nicht nur die reine Grundchemie, sondern auch weiter in der Wertschöpfungskette, vor allen Dingen auch in den Mittelstand, der sehr stark vertreten ist, zu vernetzen, eben auch mit den Studenten die Unternehmen zu besuchen und gleichzeitig auch in dem technischen Studiengang nicht nur in den Laboratorien und im Praktikumsbereich zu arbeiten, sondern auch später in die Industrie zu gehen. Also die Nähe ist gewollt, ist gewünscht, und beeinflusst eben auch zum Teil Inhalte in dem Rahmen, wo es für uns sehr hilfreich und förderlich ist, weil dadurch auch natürlich eine Sinnhaftigkeit entsteht. Wir alle das Gefühl haben, das, was wir da tun, wird auch gebraucht. Stichwort wird gebraucht. Man arbeitet ja derzeit schon an dem dritten und vierten Studiengang. Ja. Ist das etwas, wo man sagt, da haben wir eine neue Lücke, Marktlücke entdeckt? Wir sind das Thema aus verschiedenen Richtungen angegangen. Wir haben einmal gesagt, was braucht eigentlich die Wirtschaft, was braucht eigentlich die Gesellschaft in 5 bis 10 Jahren, weil unsere Absolventen, die 2019 dann im dritten und vierten Studiengang starten würden, sind ja erst viel später fertig, nämlich nach 3,5, 4 Jahren. Also man muss immer so diesen Rhythmus
vorausdenken. In vier das Jahr müssen wir schon, auch wenn wir auch alle nur begrenzt in die Zukunft schauen können. Aber zumindest müssen wir diesen Blick haben. Gleichzeitig sind wir mit der Industrie wirklich noch mal in ein starkes, intensives Gespräch gegangen und eben sehr stark auch mit dem Mittelstand, der ja nun mal auch 90% der Industrie nicht nur in Burghausen und Umgebung, sondern insgesamt in Deutschland und in Europa ausmacht. Also haben wir schon geschaut, was ist denn wirklich der Bedarf? Und das gilt es jetzt zu kombinieren damit, was wir glauben, was attraktiv ist für Studenten. Gibt es da schon einen Arbeitstitel dafür, für den dritten und oder vierten Studiengang? Es gibt Arbeitstitel, das sind aber wirklich auch noch Arbeitstitel, weil wir da durch verschiedene Stufen und Gremien auch gehen. Aber die grobe Richtung neben der Betriebswirtschaft technisch orientiert, die wir jetzt schon haben, und dem Chemieingenieurwesen, was ja auch eine Säule ist, also um die Chemie herum wird sich alles ranken. Auch die Betriebswirtschaft dockt da zum Teil an in den technischen Modulen, werden wir jetzt in der einen Richtung im dritten Studiengang schon auch an der Chemie andockend in die Materialchemie wandern als Arbeitstitel, schon auch weiter in die Wertschöpfungskette, Verständnis von Materialien von der Chemie bis zur Anwendung, und im anderen Bereich uns stärker bewegen auf eine Kombination aus Informatik, Steuerungstechnik und auch Anlagentechnik, sprich Arbeitstitel Chemtronic. Das könnte doch ein bisschen dauern, bis man sich da bewerben kann für diese zwei neuen Studiengänge. Für die anderen beiden kann man sich jetzt fürs Wintersemester seit kurzem, ich glaube seit Anfang Mai, wieder bewerben. Sie stellen sich auch den künftigen Studenten auf der Bildungsmesse in Mühldorf jetzt am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag. Wie wichtig ist sowas? Das ist extrem wichtig für uns. Natürlich sprechen wir nicht nur die direkte Region an, sondern auch darüber hinaus. Da arbeiten wir auch dran durch entsprechende Kampagnen. Aber die Region ist und bleibt für uns der Kern natürlich, von dem aus wir uns etablieren und dann größer werden. Insofern, die Bildungsmesse ist ganz wichtig. Da haben wir den persönlichen Kontakt. Da kommen die potenziellen Interessenten hin. Manche lernen uns da auch erst kennen. Das ist ganz wichtig. Wir haben darüber hinaus auch noch einen Tag der offenen Tür in der Woche drauf. Aber also dieser persönliche Kontakt, die Infoveranstaltungen, hatten wir auch schon zwei, sind für uns extrem wichtig. Da kann man dann auch mal reinschauen in die Labore. Richtig. Letztes Jahr war das, glaube ich, in der Startphase noch eher so eine Baustellenbesichtigung. Genau. Letztes Jahr war das wirklich so, dass wir unsere Infoveranstaltungen in der Baustelle noch hatten. Also wir konnten schon sagen, da werden wir sein. Wir konnten auch schon Bilder zeigen. Wir waren auch noch ein ganz kleines Team. Wir sind ja jetzt auch gewachsen. Wir sind jetzt von 2, 3, 4 Personen im Team, sind wir jetzt auf 12 Personen gewachsen, inklusive der Professoren. Also das Start-up ist schon fast ein Kleinkind, oder? Ja, ist immer noch ein Kleinunternehmen, aber es wächst. Es wächst stetig. Wir schreiben auch jetzt gerade noch 4 Professoren aus. Also das ist schon nicht nur etwas, sondern für uns eine Verdopplung. Das hat eine enorme Bedeutung. Und diese Öffentlichkeitsarbeit, die da jetzt kommt auf der Messe und darüber hinaus, ist unglaublich wichtig, weil die Menschen, also die potenziellen Studenten kommen ja auch mit ihren Eltern zum Teil. Und man schaut da schon, was präsentieren wir, meinen wir das ehrlich, kommt das überzeugend rüber und hat das Hand und Fuß. Und das spüren die Menschen dann. Die Idee von vor einem Jahr war ja auch Leben, Arbeiten, in dem Fall natürlich auch Studieren in Burghausen unter einen Hut zu bringen. Ja. Für die Region ein charmantes Angebot, aber auch für Studenten von außerhalb. Funktioniert das noch gut? Stichwort Wohnungsmarkt. Ja. Es wurde damals ja auch ein kleines Wohnheim schon mal angedacht und auch gebaut. Ja. Es gibt erste Wohnungen, die auch bereitgestellt wurden, die auch genutzt werden. Also es ist natürlich neben der Anzahl von Studenten, die jetzt wirklich aus der Region kommt und auch fährt, da haben wir einen Großteil im Moment noch, aber es sind auch einige, 20 plus mindestens Studenten, die dort wohnen und die auch zufrieden sind mit der Wohnsituation. Und wir schauen uns jetzt ganz genau natürlich an, wie sich die Studentenzahlen entwickeln. Und die Stadt ist da absolut willens, sich damit weiterzuentwickeln und zu unterstützen und für Wohnungsangebot zu sorgen. Dann bleiben wir gespannt, wünschen alles Gute. Und wenn jetzt jemand Lust und Laune haben sollte, Samstag, Sonntag dieser Woche in Mühldorf, die Bildungsmesse. Und wann ist der Tag der offenen Tür? Freitag, Samstag, die Bildungsmesse in Mühldorf. Samstag, Entschuldigung. Und der Tag der offenen Tür ist die Woche drauf, am Samstag, am 20. Mai von 9 oder 10, steht bei uns auf der Webseite, bis 17 Uhr. Und da sind wir alle da, machen die Türen auf und es ist wirklich zum Schnuppern, zum Sprechen, zum Kennenlernen und Eindruck gewinnen. Open House, Open sozusagen. House. Gutes Gelingen und wie gesagt, Bildungsmesse Freitag, Samstag und dann der 20. Der Tag der offenen Tour am Campus in Burghausen. Mhm. Schönen Dank, Frau Britta Bolzan-Konrad. Dankeschön auch.